Hallo, wir sind Carla und Pia aus der 8B. Hier stehen wir vor unserer Sporthalle, die man in drei Teile teilen kann. So können drei Klassen gleichzeitig Sport machen und ab und zu hat eine Klasse die ganze Halle sogar für sich alleine. Hallo, ich bin Moritz und bin 10 Jahre alt. Im Hintergrund seht ihr die Turnhalle, wo wir oft Sport machen. Im Moment mit Maske leider. Wir sind Leni und Shima aus der 8B und wir stehen hier gerade vor unserem Schulshop. Hier könnt ihr euch zum Beispiel diese Malinkot-Pullis, aber auch unsere Malinkröte kaufen. Ich bin Jonas und 10 Jahre alt. Ich stehe hier vor allem unter beide EDV-Räume und dort kann ich viel im Internet lernen. Hier macht mir das Lernen nämlich besonders Spaß. Hallo, ich bin Lina aus der 9B. Ich gehe gerne in die Kapelle, weil man hier runterkommen kann und eine Kerze anzünden kann. Außerdem werden hier jede Woche Gottesdienste mit jeweils zwei Klassen gefeiert. Hallo, mein Name ist Henrik. Hallo, mein Name ist Elias. Wir stehen hier auf dem Sportplatz, auf dem man sich in den Pausen immer super bewegen kann. Man kann zum Beispiel Fußball oder Basketball spielen. Hallo, ich bin Marie und hier ist der Sportplatz. Da machen wir immer dienstags und freitags Sport drauf und hier drauf Sport zu machen, macht mir sehr Spaß. Wir stehen hier gerade vor unserem Orchesterprobenraum E09. Hier proben wir sehr viel mit unserem Orchester, was sich auch lohnt. Anfang dieses Jahres haben wir einen Austausch nach Schottland gemacht, wo wir zusammen mit den Schotten ein tolles Konzert gespielt haben. Hallo, ich bin der Max. Und ich bin auch Max. Und wir sind aus zwei unterschiedlichen Stufen. Ich bin aus der Qualifikationsphase 2 und ich aus der Qualifikationsphase 1. Wir befinden uns gerade im Selbstlernraum und hier können Schülerinnen und Schüler der Oberstufe Hausaufgaben machen, recherchieren, lernen. Das alles geht aber auch nur von montags bis freitags in der 3. bis 5. Stunde, aber es ist eigentlich ein sehr geeigneter Raum, wo es auch ein bisschen leiser dann ist. Genau, hier kann man dann in Ruhe arbeiten. Hallo, ich bin Anna-Maria und aus der Einführungsphase. Hier sieht man das wunderschöne Forum, wo oft Gottesdienste abgehalten werden. Zudem gibt es hier die Stufenversammlung der Einführungsphase. Außerdem werden hier Musicals aufgeführt und die Literaturkursaufführungen. Hallo, ich bin Julia aus der 9B und ich stehe hier in unserem Forum. Hier veranstalten wir oft Konzerte oder der Showabend findet hier statt oder Musicals. Oder wir machen hier Gottesdienste zu besonderen Feiertagen. Ich bin Antonia und gehöre zu der diesjährigen SV. Unsere Aufgabe ist es, die Schülerinnen und Schüler dieser Schule zu vertreten. Ich bin Leo, ich gehöre auch zur SV und das hier ist unser SV-Raum. Hier arbeiten wir Projekte und Konzepte und hierher können Schüler kommen, wenn sie Fragen oder Anregungen haben. Ich bin Lilith und ich stehe hier am Brunnen. Ich mag diesen Ort, weil hier direkt der Musikprobenraum ist, wo wir viele tolle Momente mit der Bläserklasse verbracht haben. Wir sind Carla und Finja aus der 8B und befinden uns hier gerade vor der Bibliothek des Malinkot-Gymnasiums. Hier werden Klassenarbeiten nachgeschrieben und hier könnt ihr euch Bücher zum Lernen ausleihen. Vielleicht sehen wir uns ja bald mal selbst, wenn ihr oder wir hier eine Klassenarbeit nachschreiben müssen. Und das Wichtigste, bleibt gesund. Ich bin Annika aus der 8B und ich stehe hier vor unserer SV-Pinnwand. Hier erfahrt ihr die neuesten Informationen über unsere Veranstaltung. Außerdem befindet sich hier auch der SV-Briefkasten, wo ihr eure Wünsche einwerfen könnt. Hey, ich bin Vincent und das ist unsere Mensa. Ich bin hier am liebsten, weil es hier immer warm ist, es gibt viel leckeres Essen und in den Frischen kann man hier einfach mal runterkommen. Wir befinden uns jetzt in der Mensa und unter Corona-Umständen werden hier vorübergehend Klausuren geschrieben. Normalerweise essen wir hier gemeinschaftlich zusammen und verbringen unsere Pausen hier sowie unsere Freistunden. Hallo, wir sind Leon und Max aus der Q1. Und hier haben wir Schüler die Möglichkeit, unsere Instrumente abzustellen. Oder auch schwere Bücher oder Taschen. Hallo, ich heiße Tabea und bin 10 Jahre alt. Das hier ist unser Bewegungsparcours. Ich mag ihn sehr gerne, weil wir hier immer sehr viel Spaß haben und dabei auch unser Gleichgewicht gut trainieren. Hi, ich bin Benedikt und ich stehe hier am Bewegungsparcours, wo man schöne Pausen mit seinen Freunden verbringen kann.